Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, liebe Geschwister. Schön, wieder hier zu sein. Freue mich. Ganz liebe Grüße aus der Gemeinde jetzt in Linden. Wir sind umgezogen. Vielleicht habt ihr das mitgekriegt. Wir sind dem Herrn sehr dankbar. Ist jetzt ein normales Gebäude. Wir sind in den letzten 4-5 Monate sind wir dreimal umgezogen. Ja, und jetzt, Gott sei Dank, haben wir was Festes. Da sind wir auch dankbar für die Gebete. Ganz liebe Grüße aus der Gemeinde. Aber wie der Bruder Stefan auch immer sagt, wenn er zu uns kommt, wir sind eigentlich eine Gemeinde. Ja, der Bruder Stefan ist ja sehr oft bei uns. Wir sind auch sehr, sehr dankbar dafür. Bruder Saram predigt auch bei uns. Und es ist wirklich ein sehr großer Segen, auch eine geistliche Hilfe, der Bruder Stefan. Letztens gab ein Seminar für die Schwestern und wir dürften die Früchte direkt danach sehen. Das war wirklich sehr gesegnet. Wir sind dankbar, mit euch verbunden zu sein. Und auch alles Gute von mir an alle Mütter in Hessen. Gestern war Muttertag, also bei uns zu Hause. Weil wir wussten, dass wir heute hierher kommen, haben wir gestern gemacht, damit wir nicht so alles stressig machen. Aber alles Gute. Ja, diese Predigt war eigentlich letzte Woche für uns in die Gemeinde gedacht. Ich habe mich auch hingesetzt gehabt und ich muss immer lange sitzen. Ja, ich kann nicht wie manche Brüder kommen, die Bibel aufmachen. Das wäre beste Fall, wenn ich das irgendwann durch Gnade Gottes kann. Aber ich kann es nicht. Ich muss mich hinsetzen, ich muss überlegen, ich muss beten, ich muss aufschreiben, ein paar Tage. Dann war die Predigt fertig, habe dann zur Seite gestellt. Und letzte Woche war Abendmahl und da war ich dran dann. Dann haben wir am Frühstücktisch mit der Familie angefangen, dass ich so ein bisschen warm werde schon. Ich habe mit den Kindern so erklärt, Abendmahl, warum wir das machen. Und dann um 9.15 Uhr kam mir plötzlich der Gedanke, heute bin ich mit Abendmahl dran, auch mit Predigt danach. Warum machen wir nicht eine Predigt daraus? Dann habe ich diese Predigt hier zur Seite gestellt und Predigt über Abendmahl gemacht. Das sollte dann vielleicht für hier sein. Ja, wir sind hier in einem Land, wo kein Krieg ist. Wir machen uns keine Sorgen, dass irgendwie morgen hier Bomben einschlagen. Wir haben keinen Kampf auf den Straßen und trotzdem befinden wir uns in einem Krieg, in einem geistlichen Kampf. Genau, Kampf gegen die Sünde, Kampf gegen Lauheit im Glauben, Kampf Müdigkeit im Gebet, das kenne ich sehr gut. Man ist wach, wenn man, keine Ahnung, so im YouTube eine Predigt anschaut oder eine Dokumentation oder irgendetwas. Man ist wach, man schaltet und blättert und schaltet und blättert. Aber plötzlich ist es 23.30 Uhr und wenn es dann ins Gebet geht, plötzlich wird man müde. Kennt ihr das? Man wird müde. Man betet dann ganz schnell abgehackt. Das kenne ich bei mir leider sehr oft. Und da müssen wir auch dagegen kämpfen. Kampf, gestern habe ich gelesen, gegen falsche Brüder, Galater Kapitel 2, Vers 4, müssen wir jetzt nicht aufschlagen, Römer 16, 17. Kampf gegen eigene Ich, Ego, Kampf gegen falsche Lehre. Wir befinden uns mitten in einem geistlichen Kampf. Die Kinder Gottes sind mitten in einem Kampf. Und hinter diese Kämpfe, was wir oft haben, steckt nicht ein Mensch. Hinter diese Kämpfe sind meistens Satan, seine Dämonen, böse Mächte, böse Geister. Der Satan und seine Dämonen versuchen immer und immer und immer wieder uns runterzumachen. Und deswegen befinden wir uns mitten in einem geistlichen Kampf. Aber dem Herrn Jesus Christus sei Dank, er gibt uns nötige Schutz. Ich wollte nötige Waffen sagen, nötige Schutz, die Ausrüstung dafür, dass wir gegen diesen Kampf bestehen können. Die Waffenrüstung Gottes, das ist heute unser Thema. Und bevor wir dazu kommen, möchte ich ganz kurz, das steht hier in Epheser 6,10, ganz kurz einen Überflug, ganz schnell über Epheserbrief machen, weil der steht ja am Ende, wir wollen nicht am Ende direkt anfangen. Genau, Epheserbrief, wer weiß, welcher Brief, also im Neuen Testament, sehr ähnlich mit Epheserbrief ist?
sehr ähnlich. Da sind 30 Verse, die fast wortwörtlich sind. Welcher Brief ist das? Kolosser. Kolosserbrief. Wusste ich auch nicht. Bis ich das so studiert, geschaut habe, wusste ich auch nicht. Das sind über 30 Verse, die fast übereinstimmend sind. Paulus, wie wir wissen, 5 Briefe hat er in der Gefangenschaft geschrieben. Das wissen wir aber, oder? Das können wir jetzt zusammen aufzählen. Epheser, Kolosser, Philippa, Römer, 2. Timotheus, sehr gut. Philippa und Philemon. Genau, jetzt sind wir bei 6, ne? Ich habe dann 5 aufgeschrieben. Genau, also 6 Briefe in Gefangenschaft geschrieben. In Kapitel 1 von Epheserbrief können wir vielleicht aufschlagen. Kapitel 1. Vers 7. Da geht es um Heilsplan und der Erlösung Gottes. Epheser 1, Vers 7. Ich habe immer nur einen Vers rausgepickt, also wir werden nicht tiefer drauf eingehen, erst wenn wir bei Kapitel 6 sind. In ihm, also in Jesus, in dem Herrn Jesus, haben wir Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Durch seine Gnade haben wir Erlösung für unsere Sünden. Da geht das im Kapitel 1. Kapitel 2, mit Christus lebendig gemacht, ein Werk der Gnade. Das ist der bekannteste Vers so in Epheserbrief wahrscheinlich, wo wir immer wieder zitieren, wenn wir mit Menschen reden. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch. Es ist Gottes Geschenk, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Wir wissen, dass wir alle nicht aus uns, aus unseren Taten, aus unseren Werken, aus Beten, Fasten, Spenden und so weiter gerettet sind. Wenn wir durch diese Dinge errettet werden könnten, müsste Christus nicht sterben. Er ist gestorben, er hat sein Leben für uns gegeben und da geht es um Kapitel 2, das ist der Schwerpunkt. Kapitel 4, die Einheit der Gemeinde, Geistes als Leib Christi. Kapitel 4, 1 bis 6, so ermahne ich euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld und ertragt einer den anderen in Liebe und seid bemüht, die Einigkeit des Geistes zu erhalten durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, ein Taufe, ein Gott, ein Vater aller, der da über allen und durch alle und in euch allen ist. Die Einheit. Genau. Dann haben wir Kapitel 4, haben wir gesagt. Und dann springe ich schon auf Kapitel 6. Lebensführung der Gläubigen, also wie der Gläubige leben soll. Kapitel 6, 4 bis 22. Aber das lesen wir nicht alle komplett. Kapitel 4, Kapitel 6, 4 bis 22, genau, Kapitel 6, 4 bis 22, das könnt ihr gerne zu Hause lesen, die 22 Verse lesen wir nicht. Da geht es darum, den alten Menschen abzulegen und den neuen Menschen Christus anzuziehen und darin zu wandeln. Genau, Liebling, könntest du bitte meine Brille holen im Auto? Ja, ohne Brille ist es schlecht. Kapitel 6, jetzt kommen wir zu dem Thema, was wir heute haben. Kapitel 6, ab Vers 10. Und das lesen wir komplett. Kapitel 6, ab Vers 10. Zuletzt, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels bestehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes,
damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten und alles gut ausrichten und das Feld behalten könnt. So steht nun an euren Lenden mit Wahrheit umgürtet und mit dem Panzer der Gerechtigkeit bekleidet, dazu an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, des Friedens. Danke. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, und betet alle Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht eben dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich, damit mir das Wort gegeben wird, dass ich meinem Mund freimütig auftue und das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, dessen Botschafter ich bin, in Ketten, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Ich möchte kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Danke für diese Stunde. Danke für dein Wort. Vielen Dank, dass du anwesend bist, Herr. Danke für meine wunderbaren Geschwister. Danke, dass wir Gemeinschaft in dir haben dürfen, von dir lernen dürfen, Herr. Vielen Dank, Herr Jesus Christus. Bitte wirke doch durch mich schwachen Menschen, durch dein Wort, durch dein Geist. Sprich zu uns, Herr. Wir brauchen dich, Herr. Lass deine Gnade über uns kommen, dass wir wirklich gestärkt, erbaut rausgehen, dass wir nicht so rausgehen, wie wir hier reingekommen sind, Herr. Wir geben dir die Ehre und preisen deinen herrlichen Namen, Herr Jesus, der über alle Namen steht. Amen. Amen. Danke für die Brille. Genau, wir stehen mitten im Kampf. Und als Paulus das geschrieben hat, hat höchstwahrscheinlich, sagt man, einen römischen Soldaten im Gefängnis gesehen, wie er bekleidet ist. Und durch den Heiligen Geist eingegeben hat er dann geschrieben, was hier steht. So sagen die Ausleger. Ich weiß nicht, ob es so war. Genau, Paulus kommt zum Schluss seines Briefes. Er wendet sich an alle Kinder Gottes. In Vers 10 heißt das, zuletzt, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Herrlichkeit. Er kommt zum Schluss seines Briefes und sagt zuletzt. Und deswegen werde ich das erstmal so stehen lassen. Wir werden am Schluss zu diesem Vers nochmal kommen, was er hier damit meint. Genau, jedes Kind Gottes erfährt irgendwann mal in sein Leben Anfechtung, Kampf, Sorgen, Schwierigkeiten in sein Leben. Jeder auf eine andere Art und Weise. Ja, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, dann werden wir irgendwann erleben und merken, es ist kein Spaziergang, bis wir beim Herrn sind. Ja, viele verkündigen immer in vielen Gemeinden, ja, Freude. Paulus hat doch gesagt, freue dich im Herrn. Wir sollen uns im Herrn freuen. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass dieser geistliche Kampf da ist, dass es reell ist. Weil der größte Feind ist nicht der, der die größten Atomwaffen hat, ja, der die stärksten Waffen hat, der die meisten Soldaten hat. Der schlimmste, gefährlichste Feind ist der, der sich sehr gut tarnen kann. Der sagt, ich bin eigentlich nicht da. Es gibt keinen Teufel. Es gibt keinen Dämonen. Ja, das ist für die Welt da draußen Quatsch, und da bist du sogar direkt als psychisch krank gestempelt, wenn du über Dämonen oder Teufel oder über diese Mächte redest. Genau. Obwohl die Schrift ganz klar und deutlich spricht und zu uns sagt, dass es diese bösen Mächte gibt, was die Welt ja leugnet, obwohl wir es immer wieder lesen, denken viele, dass wir schon mit einem Fuß im Himmel sind. Und dass der Herr uns definitiv tragen wird, egal was im Leben passiert und egal wie mein Lebenswandel ist, ob ich die Nähe des Herrn suche, ob ich die Gemeinschaft suche, ob ich im Gebet bin, ob ich die Waffenrüstung Gottes anhabe oder nicht. Viele wissen gar nicht, was diese Waffenrüstung bedeutet als Kinder Gottes. Und das ist sehr gefährlich. Genau, weil Israel, als die aus Ägypten ausgezogen sind, als sie befreit wurden aus Sklavenschaft über 400 Jahre, sofort, direkt
Nachdem sie das Schilfmeer überquert haben, kam sofort erste Kampf schon. Die waren noch nicht im Kanaan. Die waren noch nicht am Ziel. Die haben nicht gesagt, Halleluja, wir haben es geschafft. Da kam sofort der erste Kampf. Und so auch Kinder Gottes, wenn wir Kinder Gottes werden, wenn wir errettet werden, wenn wir Christus akzeptieren, da fängt sofort der erste Kampf an. Meistens bei den meisten, was wir so erlebt und gesehen haben, meistens nach der Taufe. Wir haben sehr viele gesehen. Direkt nach der Taufe, da kamen Angriffe von der Familie, von Freunden, von Bekannten. Einige sind nicht mehr gekommen. Gestern habe ich einen getroffen in der Stadt. Ja, einen Ex-Jeside, der plötzlich weg war. Als er in die Gemeinde kam, als er sich dazu bekannt hat, ja, wir haben ihn unterstützt in allem. Und ich habe ihn jetzt gestern wieder gesehen. Und er sagt, die ganze Familie war gegen ihn. Und sofort hat er sich zurückgezogen. Und er will auch nicht mehr kommen. Ja, diese Kämpfe sind da. Genau wie bei das Volk Israel damals. Wir wollen jetzt ein paar Verse lesen. Nur ein paar Verse über diese böse Mächte. Wir möchten da ihnen keinen Raum geben. Das soll um den Herrn Jesus Christus gehen. Aber wir wollen ein paar Verse lesen, dass die wirklich reell sind. Apostelgeschichte 26, 18. Um ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, um Vergebung der Sünden zu empfangen und das Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Alle Menschen, wir auch, wir waren eins in der Finsternis. Wir waren verloren, wir waren auf dem Weg in die Hölle, wir waren nicht gerettet. Wir waren unter der Herrschaft des Satans. Es gibt eine Herrschaft, es gibt eine Macht, Weltbeherrscher, und es ist reell. Wir alle waren eins drunter. In 1. Petrus 5, 8 bis 9. 1. Petrus 5, 8 und 9. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass dieselben Leiden sich an euren Brüdern in der ganzen Welt vollziehen. Der Widersacher geht umher und sucht, wenn er verschlingen kann. Er ist da, er ist reell. Wenn der Widersacher umhergeht, er sucht, wenn er verschlingen kann. Wenn ein Wolf auf die Jagd geht oder ja, sich so ein Opfer sucht, er sucht sich oft schwache Tiere, die schwach sind oder die von der Herde abgekommen sind. Und der Widersacher erwischt dich genau, wo du in deinem Leben dich schwach fühlst, wo du dich geistlich schwach fühlst, wo du dich vielleicht von der Gemeinde entfernt hast. Genau die greift er an. Wenn jemand fest im Glauben steht, wenn jemand in der Gemeinschaft ist, in Vers 9 heißt es, dem widersteht. Wenn jemand fest im Herrn ist, dann weiß er, wie er ihm begegnen kann mit der Waffenrüstung Gottes. Und wenn wir uns von der Gemeinde, von der Gemeinschaft, von der Versammlung entfernen, wenn wir anfangen, weniger zu beten und so weiter, dann sind wir schwach. Dann sind wir angreifbar und werden auch fallen. Letzter Vers, 1. Thessalonicher 2, 18. 1. Thessalonicher 2, 18. Denn wir wollten in der Tat zu euch kommen, ich, Paulus, einmal und wiederholt hat Satan uns gehindert. Oft, wenn ein Kind Gottes dem Herrn nachfolgen will, betet für eine Sache, ja, für mehr Gebet, für Evangelisation, für mehr Gäste und Geschwister hier, für geistlichen Wachstum oder du nimmst dir irgendwas vor,
Du willst mit den Geschwistern von Werde nicht raus, vielleicht eine Woche Evangelisation. Oft werden wir gehindert. Da ist eine Macht dahinter, die uns oft zurückhält. Es ist nicht alles so frei, wie wir uns vorstellen. Also die bösen Mächte sind da. Die Bibel warnt uns immer wieder und immer wieder, dass wir da aufpassen sollen. Wir kommen jetzt in Epheserbrief 6, Vers 11. Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels bestehen könnt. Der Teufel hat ganz viele verschiedene Strategien: Entmutigung, Frustration, Verwirrung, moralisches Versagen oder in der Lehre Irrtum, dass wir geirrt werden. Oder auch viele Angebote, Riesenauswahl an Angebot von Sünden. Sündenkatalog ist bei dem Widersacher sehr groß. Ja. Und deswegen sagt er, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Also die ganze Rüstung, Waffenrüstung Gottes an. Wenn ich ein Teil weglasse, eine Stelle offen lasse an meinem Körper, ob das der Helm ist, dazu kommen wir gleich, ja, ob der Brustpanzer ist, ja, ob die Stiefeln sind. Wenn wir eine Lücke haben, dann versucht der Widersacher genau in diese Lücke hineinzukommen. Ja, es ist wie dieses Beispiel, wo ein Bruder mal gegeben hat, da war mal ein Bauernhaus und die haben so einen ganz großen Schäferhund gehabt, der immer draußen war, der auch schmutzig war. Ja, sobald die Hausbesitzer, also dieser Bauer, die Tür offen gelassen hat, nur ein Spalt, der ist immer reingekommen, hat immer alles schmutzig gemacht, hat immer alles matschig gemacht. Die Tür musste immer ganz zu sein. Und so auch bei uns, wenn wir eine Lücke in unserem Leben lassen, wenn wir den Widersacher eine Möglichkeit geben, genau da greift er uns an. Deswegen sagt er, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit wir die listigen Anläufe des Teufels bestehen können. Genau. Und er kennt unsere Schwächen, wie ich sagte. Und in Hebräer 10, 24, 25 sagt er, verlasst eure Versammlungen nicht, wenn wir nicht in die Gemeinde kommen. Wenn wir eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, wenn wir die Versammlung verlassen und sagen, ja, wie sagen die meisten, der Herr sagt, wo zwei oder drei von euch da sind, unter mein Wort, da bin ich mitten unter euch und ich muss nicht unbedingt in die Gemeinde kommen. Habe ich gestern gehört in der Stadt, auf der Straße. Das ist nicht die Versammlung. Also die Versammlung mit meiner Frau zu Hause, das ist eine Gemeinschaft. Mit Versammlung meint er das hier, das ist die Versammlung. Verlass die Versammlung nicht. Und wenn der Herr uns das sagt, er weiß, warum er das sagt. Er weiß, wir werden schwach, wir werden lau und deswegen sollen wir die Versammlung nicht verlassen. Wie gesagt, der Teufel hat verschiedene Arten, wie der uns mit dieser feurigen Pfeile überwinden will. Und wenn etwas nicht klappt, wenn es auf eine Art nicht klappt, vielleicht mit Gewalt, dann versucht er das listig auf eine andere Art und Weise. In Nehemia 3,33 können wir lesen. Nehemia 3,33. Wir wissen, dass Nehemia ging und er wollte die Stadtmauer wieder aufbauen, reparieren in Jerusalem. Und da waren Gegner da, die ihn verhindern wollten. Nehemia 3,33. Und da sind die Gegner hier. Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden. Die Gegner Israels, also die Gegner von diesem Volk, Sanballat und Tobia, kommt auch später vor, der Name, das sind die Statthalter, die hören, dass dort die Stadtmauer gebaut wird und die werden zornig, die werden wütend. Wenn wir dem Herrn dienen wollen, mit Freude, wenn wir uns, wie in Römer 12, 1 und 2 steht, wenn wir unser Leiber so hingeben wollen, als Gott wohlgefälliges Opfer, als lebendiges Opfer, dann wird einer zornig, neidisch, wütend, weil er uns hasst, das ist der Widersacher. Und jetzt versuchen die Gegner, dieses Werk zu zerstören. In Nehemia 4,1
heißt das, als aber Sanballat, Tobia, die Araber, Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Mauern zu Jerusalem wiederhergestellt wurden und dass sie angefangen hatten, die Lücken zu verschließen, wurden sie sehr zornig und schlossen sich zu einem Bund zusammen. So, die haben mit allen Mitteln jetzt versucht, dieses Werk zu verhindern, dass diese Stadtmauer nicht gebaut werden soll. Es hat aber nicht geklappt, weil der Herr ist König. Wenn der Herr sich was vornimmt, eine Zusage macht, dann trifft es immer ein. Immer. Weil der Herr ist die Wahrheit. So, es hat nicht geklappt. Und jetzt sehen wir, dass der Teufel seine Taktik ändert jetzt. Mit Gewalt hat das nicht geklappt. In Nehemia 6,2. Nehemia 6,2. Nachdem mit Gewalt nicht geklappt hat, sagt er hier, als Sanballat, Tobia und Geshem, der Araber, und unsere andere Feinde erfuhren, dass ich die Mauer gebaut hatte und keine Lücke mehr darin war, obwohl ich die Türen in den Toren zu der Zeit noch nicht eingeengt hatte, sandte Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm, lass uns in den Dörfern in der Ebene von Ono zusammenkommen. Komm, lass uns zusammenkommen. Lass uns miteinander reden. Wir wollen euch helfen. Wir sind mit dir. Komm. Wenn wir oft die Wahrheit sprechen da draußen, diese Wahrheit, sagen manche Geschwister, es ist zu hart, diese Lehre ist zu hart, wie ihr redet. Gestern kam ein Mädchen, 15, 16 Jahre alt, mit einem muslimischen Mädchen nebendran. Die eine hat sich dank dem Herrn, hat ihr Leben Jesus gegeben, die andere nicht. Sie hat mir dann erzählt, die so, ja, aber bei uns in der Kirche, Pfarrer oder der Pastor, der erzählt das nicht so. Ja, dann habe ich gesagt, erzähl mal ein bisschen mehr. Die so, ja, der ist mit einem Mann zusammen, also der Pfarrer oder der Pastor, was der ist mit einem Mann zusammen. Ja, und dann habe ich gesagt, das geht gar nicht, absolut nicht. Und nebendran stand eine Frau, die hat mit dem Kopf geschüttelt, ja. Das ist zu hart. Wenn wir die Wahrheit sagen und es ist zu hart, ja, die sagen, du hast keine Liebe. Du bist kalt und das kann nicht von Gott sein, was in dir ist. Und oft versuchen die dann, den Taktik zu ändern, um dich irgendwie anders, ja, anders von dem Weg abzuhalten. Aber wir müssen gerade stehen und einfach mit dem Herrn weitermachen. Auf jeden Fall, der Satan ist ein Listenschmied, der verändert immer seine Taktik. Und wenn jemand zu uns kommt und das hört sich vielleicht gut an, was man uns vorschlägt, ja, auch geistlich gesehen, da müssen wir alles prüfen und schauen, ist das wirklich vom Herrn? Das, was ich gerade höre, denken die wirklich an mich, an mein Wachstum und dass ich im Herrn wachse, oder steckt da was anderes dahinter? Da müssen wir sehr, sehr aufpassen, liebe Geschwister, und prüfen, weil der Teufel immer wieder seine Taktik ändert. Und darum sagt er in Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Nur wenn wir die ganze Waffenrüstung anziehen, kann uns das schützen, damit wir nicht in diesem List hineinfallen. Weil wir wissen, dass in 1. Mose 3 steht, die Schlange war die listigste unter den Tieren. Wir wissen, wer die Schlange ist. Vers 12. Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Wir haben nicht gegen Philosophen oder Wissenschaftler oder irgendwelche weise Leute da draußen zu kämpfen. Wir denken immer, wir müssen den Menschen, der vor mir steht, irgendwie unbedingt überzeugen, weil er böse ist. Aber hinter diesem Böse steht etwas Böses. Das ist oft nicht der Mensch. Wir müssen auch nicht gegen die Politik kämpfen. Ja, gegen irgendwelche Namen nennen oder irgendwelche Bilder von Merkel, ja, so habe ich schon gesehen, so irgendwie, man hat so ein lustiges Bild daraus gemacht und irgendwas Lustiges geschrieben, ins Lächerliche gezogen, weil die Regierung nicht das macht, was hier drin steht, aber das ist nicht unsere Sache. Wir müssen dagegen nicht, das ist nicht die Merkel oder wie die alle heißen, ja, da steckt was anderes dahinter.
Und wenn der Herr sie da eingesetzt hat in die Regierung, wenn er das zugelassen hat, er weiß warum. Ich weiß nicht warum. Ich muss nicht dagegen ankämpfen, gegen Personen. Und das ist auch nicht die Person. Es steckt was anderes dahinter. Ich muss auch nicht, wenn jemand jetzt auf der Straße mit uns redet und die Person ist homosexuell, ich muss nicht so böse mit dieser Person reden, weil diese Person böse ist. Es steckt eine Macht dahinter. Es ist ein Geist dahinter. Ja, ich muss nicht unbedingt versuchen, mit dem Menschen zu kämpfen. Es ist nicht Fleisch und Blut, wo wir kämpfen. Es ist eine Macht dahinter. So heißt das hier in Vers 12. Es geht nicht um den Menschen, der vor mir steht, sondern um den, der ihn treibt, der diesen Menschen treibt. Auf der einen Seite wissen wir, dass wir Schafe sind, und der Herr Jesus der gute Hirte ist. Und wir wissen, dass die Schafe eigentlich nicht kämpfen können, oder? Habt ihr schon mal ein Schaf kämpfen gesehen? So blutig gegen andere Tiere? Habe ich auch noch nicht gesehen. Wir können eigentlich nicht kämpfen. Also wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir verstanden haben, dass wir Schafe sind, dann wird irgendwann klar, hey, warte mal, ich bin Schaf, ich kann gar nicht kämpfen eigentlich. Aber wie oft, ich zähle mich auch dazu, wie oft habe ich am Anfang selber zu kämpfen. Dass wir so selber versuchen, etwas zu schaffen, selber gegen Menschen, gegen diese böse Mächte anzukommen. Wie gesagt, hier bei Epheser 6 geht das nicht um den körperlichen Kampf oder kein politischer Kampf, sondern den geistlichen Kampf, wo wir nur durch den, der in uns ist, gewinnen können. Wer ist in uns? Wer ist in den Kindern Gottes? Der in uns ist, ist stärker und größer als der, der in der Welt ist. Der Geist Gottes ist in dir, wenn du ein Kind Gottes bist. Wenn du wiedergeboren bist, von oben geboren, dann ist der Geist Gottes in dir und der ist stärker als der, der in der Welt ist. Wir können nicht kämpfen, aber der Geist Gottes leitet uns an und er sagt uns, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. In 1. Johannes 4,4 heißt das, der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Genau, wir sind zwar nicht mehr unter der Herrschaft diesen bösen Mächte, also wir sind nicht mehr unter dieser Herrschaft, steht in Kolosser 1, 13, können wir vielleicht aufschlagen kurz, Kolosser 1, 13 bis 15. Er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und hat uns ins Reich seines geliebten Sohnes versetzt, indem wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden haben. Wir stehen nicht mehr unter der Macht des Satans. Er hat uns befreit davon. Er hat uns freigemacht. Er hat uns errettet. Wir stehen in das Reich seines Sohnes unter seinen Schutz, unter seiner Hand. Dennoch können diese Mächte, diese bösen Mächte, auf uns einwirken, nicht in uns hineindringen, wie eine Frau bei uns behauptete, dass sie besessen ist und dass sie den Heiligen Geist hat. Ich habe gesagt, wir glauben an sowas nicht, dass einer besessen sein kann und den Heiligen Geist hat. An sowas glauben wir nicht. Die Schrift gibt es auch nicht her. Aber trotzdem können diese bösen Geister, die Dämonen, von außen auf uns einwirken, dass unser Frieden für einen Moment weg ist. Es geschieht etwas in der Familie, in der Gemeinde, beim Arbeitsplatz. Ja? Und da siehst du, dass du wirst unruhig innerlich. Ja? Und du merkst, die Atmosphäre verändert sich und dein Frieden wird gedämpft. Von außen können die auf uns einwirken. Aber hinein können die nicht, weil Jesus Christus in uns lebt. Und deswegen sagt er, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit wir in den Kampf hineingehen können. Christus kämpft in uns, nicht wir. Und in einem Kampf kann man nur hineingehen, wenn man nach Regeln kämpft. 1. Korinther 9, 25 bis 27.
1. Korinther 9, 25 bis 27. Jeder aber, der kämpft, erhält sich alle Dinge, jener, die um eine vergängliche Krone zu empfangen, wir aber eine unvergängliche. Ich laufe aber nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich beherrsche meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht den anderen predige und selbst verwerflich werde. 24 können wir vielleicht noch lesen. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Rennbahn laufen, alle laufen, aber nur einer den Preis gewinnt? Lauft nun so, dass ihr ihn erlangt. Ein Kind Gottes steht mitten in diesem geistlichen Kampf. Und wenn ein Kind Gottes, wie Bruder Stefan immer sagt, sich in Nebenschauplätzen sich beschäftigt, was so in der Welt ist, was ein Kind Gottes nicht braucht, wo wir unsere Zeit verschwenden mit Sachen, wo uns absolut nicht erbauen, sondern einfach, dass wir die Zeit totschlagen. Aber der Herr sagt, kauf die Zeit aus. Wir sollen die Zeit auskaufen. Wir sollen uns beherrschen. Vers 27, sondern ich beherrsche meinen Leib und knechte ihn. Ich mache nicht einfach das, was mein Fleisch, mein Ego, mein Inneres will, sondern ich ordne mich den Willen Gottes. Und ganz ehrlich, liebe Geschwister, wenn wir ganz, ganz offen und ehrlich sind, wir wissen oft, was richtig und falsch ist. Wir wissen, wenn wir länger uns, keine Ahnung, vor dem Bildschirm hinsetzen und ein, zwei Stunden vorbei sind, wir wissen, dass wir danach schlechtes Gewissen haben, dass es uns nicht gut tut. Wir wissen das. Und trotzdem, oft tun wir fallen immer wieder rein. Warum? Weil wir nicht die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen. Weil wir nicht die ganze Waffenrüstung anziehen. Wir lassen manche Teile weg. Wir sind verwundbar. Und deswegen sagt er, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an und kämpft nach den Regeln. In 2. Timotheus 2, wir sind immer noch bei den Regeln, 2. Timotheus 2, 2. Timotheus 2, Verse 3 bis 5. Du nun ertrage alles Leid als ein guter Soldat, Jesu Christi. Kein Soldat verstrickt sich in die Geschäfte des täglichen Lebens, um dem zu gefallen, der ihn angeworben hat. Und selbst wenn jemand kämpft, wird er doch nicht als Sieger geehrt, wenn er nicht vorschriftgemäß gekämpft hat. Wir können weiterlesen vielleicht. Der Landwirt arbeitet hart, um die Früchte als Erster zu genießen. Bedenke, was ich sage, der Herr aber gebe dir in allen Dingen Verstand. Hier heißt das nicht, dass ich jetzt, es gibt manche, die nehmen die Verse und da kommt der Widersacher rein, der mischt sich rein und dann werden die so radikal, die Verse, ja. Oder wir sind so oft zu uns strenger, als der Herr zu uns streng ist. Und hier steht doch, ich soll mich nicht mehr mit so irgendwelche alltäglichen Sachen beschäftigen, nicht mehr arbeiten gehen, die Frauen nicht mehr sich um den Haushalt richtig kümmern, sondern ich muss mehr lesen und den Haushalt zur Seite lassen. Oder der Mann, ich muss weniger arbeiten, ja viel weniger arbeiten, dann kommt weniger Geld, dann hat die Frau und die Kinder nicht genug zu essen, zu trinken. Warum machst du das? Ja, ich muss mehr Bibel lesen. Hier steht doch, ich muss mich nicht mit... So ist das nicht gemeint, sondern Sachen, die überflüssig sind. Und ich glaube, jeder von uns, also ich weiß, was in meinem Leben überflüssig ist. Ich weiß ganz genau. Also wenn ich einen Schritt mache und es ist überflüssig, es ist, man braucht das nicht. Ich weiß, dass es überflüssig ist. Das weiß ich. Es ist nicht so, dass ich etwas mache, sage, das wusste ich jetzt nicht, dass es überflüssig ist. Ich bin da einfach reingetappt. Das glaube ich nicht. Also wenn ich was Überflüssiges mache, dann weiß ich das. Na, und deswegen müssen wir aufpassen und uns selbst beherrschen, indem wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen. Wir kommen zurück zum Epheser 6, 13. Er sagt hier noch einmal, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten und alles gut ausrichten und das Feld behalten
könnt. Wann sind denn diese böse Tage? Kommen die und gehen die oder wann sind die böse Tage? Epheser 5,16. Eine Seite zurück. 5,16. Darum, indem ihr die Zeit nutzt oder gut nutzt, denn es sind böse Tage. Wir sind in der Welt. Und Fürst dieser Welt, der Fürst dieser Welt, wir wissen, wer der ist. Wir wissen, wer hier in der Luft herrscht. Wir wissen, dass diese böse Dämonen und diese böse Geister da sind und uns aufhalten können. Wir sind hier noch nicht im Himmel. Es sind böse Tage da draußen. Wir müssen wachsam sein. Wir müssen aufpassen und die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen. Zuerst, jetzt lesen wir, was diese Waffen ausrichten, also wozu er uns gibt. Und dann kommen wir zu den Waffen jetzt gleich. 2. Korinther 10. 2. Korinther 10. 2. Korinther 10, 3 bis 5. Denn obwohl wir in der Welt leben, kämpfen wir doch nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern mächtig vor Gott zur Zerstörung von Festungen. Wir zerstören damit kluge Anschläge und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen alles Denken gefangen unter dem Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt ist. Die Waffen, was machen die? Lesen wir im Vers 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern mächtig. Wenn wir mit Menschen reden, weil hier sagt er, wir zerstören damit kluge Anschläge und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen alle Denken gefangen, alle Gedanken gefangen, alle Aussagen gefangen. Wenn wir mit Menschen reden, die noch nicht in Christus sind, ja, Menschen, die gegen Gottes Wort sind, Menschen, die gegen das Evangelium sind, wir brauchen eine bestimmte Waffe, das Schwert des Geistes. Dazu kommen wir gleich. Menschlich gesehen, aus dem Mensch heraus, aus dem Verstand heraus, Antworten bringt nichts in dem Moment. Ich erinnere mich, als die Brüder, die in Spanien verhaftet wurden, ich glaube, die meisten wissen das, als die dort Evangelisation hatten, 10 Tage, und am 10. Tag verhaftet wurden, dann kamen die Geschwister von Werdelicht ins Gefängnis und dann kam der Richter und sagte, 30.000 Euro Kaution, ich weiß jetzt nicht mehr pro Person oder wie das war, dann lassen wir sie frei. Dann hieß es 3.000 Euro und dann kam irgend so ein Bruder, er hat es gut gemeint, er wollte es bezahlen, aus dem Norden irgendjemand. Und dann haben die gesagt, nein, wir wollen Gott nicht die Ehre rauben. Er hat uns hier reingebracht, er hat einen Plan mit uns. Dieser menschliche Gedanke stellen wir zur Seite, wir bleiben hier. Wir wissen, was danach passiert ist. 17 Menschen haben sich danach bekehrt, im Gefängnis. 17 Menschen haben sich bekehrt, die haben geweint, als die Geschwister, also die Gefangenen haben geweint, als diese Geschwister rausgelassen wurden. Ja. So, wenn wir jetzt menschlich gesehen, hat dieser Bruder eigentlich gut gemeint, ja? Ich bezahle das. 3.000 mal 10 sind 30, 9 sind 27.000. 27.000 Euro hätte er überwiesen sofort. Ist eigentlich gut gemeint, ja? Vielleicht war er auch reich und er wollte vielleicht mit dem, was er hat, was Gutes tun, wie die Schrift das sagt, ne? Den Reichen dieser Welt gebiete, dass sie ihre Hoffnung nicht auf ihr Geld setzen, sondern dass sie damit was Gutes machen. Der liest diesen Vers, sagt, ich überweise das. Aber das war ein menschlicher Gedanke. Wenn er das getan hätte und die rausgekommen wären, was wäre mit den 17 Menschen dort gewesen? Deswegen sagt er hier in 2. Korinther 10, 3, denn obwohl wir in der Welt leben, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, also nicht aus uns heraus, ne? Genau, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern geistlich. Fleischliche Waffen können auch Schwert sein, eine Waffe sein,
was man in die Hand nehmen kann. Wie Petrus, er hat es gut gemeint, er hat das Schwert genommen und hat den einen Soldaten, Malchus hieß er, glaube ich, das Ohr abgehauen. Ja, er meint es gut, aber der Herr sagt, nicht nimm diese Waffen, ne, sondern geistliche Waffen. Es ist ganz wichtig, dass wir uns immer prüfen, ist es aus dem Fleisch heraus oder war das jetzt der Geist? Und ich muss zugeben, oft, ich kann nicht sagen, dass ich im Geist wandle, alle Zeit, 24 Stunden, 100%. Ich erwische mich oft, das war jetzt nicht geistlich. Und da müssen wir uns immer wieder prüfen, war das jetzt der Herr in mir oder war ich das? Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das immer vor dem Herrn bringen. Genau, der Christ benutzt nicht kein Reichtum oder Herrlichkeit, um einen Kampf zu gewinnen, sondern verlässt sich auf den Heiland und kämpft geistlich und nicht aus sich selbst. Vers 14, Epheser 6, 14. Epheser 6, 14. So steht nun an euren Lenden mit Wahrheit umgürtet und mit dem Panzer der Gerechtigkeit bekleidet. Wahrheit. Der Herr sagt, ich bin die Wahrheit. Und diese Wahrheit, dass der Herr Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um für uns unter zu sterben, sein Leben zu geben, damit jeder, der da an ihn glaubt, gerettet wird. Das ist eine Wahrheit. Das sollen wir festhalten. Aber hier geht es auch nicht nur um diese Wahrheit. Hier geht es um das Praktische so, auch Alltägliche so, mein Lebenswandel, ob ich in der Wahrheit wandle. In Wahrheit wandle als ein Kind Gottes, aber auch in Kleinigkeiten, ob ich die Wahrheit sage. Weil wenn ich nicht die Wahrheit sage, in Kleinigkeiten, dann bin ich verwundbar. Dann öffne ich den Satan eine Tür, wo er mich anklagen kann. Und sage, schau mal, das ist ein Kind Gottes und wegen dieser und dieser Sache hat er schon gelogen. Ja? Ich gebe immer wieder dieses Beispiel von mir, habe ich vielleicht letztes Mal auch schon erwähnt. Das war vor ein paar Jahren. Mein Knie, ich hatte Probleme am Knie, bin zum Arzt, er hat mir so einen Knieschoner gegeben, so eine elastische. Das ist immer wieder gerutscht, so runtergerutscht, ne? Das hat nicht gehalten. Und irgendwann nach ein paar Wochen bin ich dann zu dem Sanitätshaus und dann habe ich gesagt, ja, das rutscht die ganze Zeit runter. Der so, ja, kein Problem. Der so, ich mache Ihnen ein neues, das kostet 100 Euro. Der so, wir sagen einfach, das ist für die andere Seite. Sie können das trotzdem da nutzen. Und dann hat geklingelt, Ding Dong hat geklingelt, hat einen Kunde bekommen. Dann stand ich alleine da. Der Herr hat mir jetzt Zeit gegeben zum Nachdenken. Innerlich so, mein Herz schlägt. Warum? Weil ich ihm nicht direkt die Wahrheit gesagt habe. Schlechtes Gewissen, hier brennt und im Herz schlägt. Ich so, okay, ich so, warum habe ich nichts gesagt jetzt? Ich muss ihm sagen, ich bin Christ, das geht gar nicht. Ja, und dann kommt er zurück. Und dann, was hat er gesagt? Er so, ach so, der so, ich habe eine Frage. Der so, haben Sie überhaupt noch Schmerzen da? Dann habe ich so überlegt, ich so, eigentlich fast nicht mehr. Ja, das wäre sowieso umsonst, auch wenn ich gelogen hätte, das wäre umsonst. Ich habe keinen Schmerzen mehr. Ich bin wie so ein, ja, wie sagt man, wie so ein Hund, der verlassen wird, ja, so angebunden wird, verlassen wird. So bin ich raus mit Schulter nach unten und ich habe auch dem Mann nicht gesagt, ich bin Christ, das geht nicht. Ich habe es nicht gemacht, weil man das nicht mehr gebraucht hat, aber oft in kleinen Dingen, wenn wir nicht die Wahrheit sagen, ja, ich musste danach Buße tun und wir müssen uns prüfen, dass wir in Wahrheit wandeln, damit wir nicht, ja, verwundet werden können. Und die Wahrheit, sagt er, umgürtet, also wie so ein Gürtel, die Wahrheit hält diese ganzen Waffen auch zusammen. Den Brustpanzer, unten drunter alles, was ich anhabe, das hält alles zusammen. Und wenn ich als ein Kind Gottes zum Beispiel in der Gemeinde diene oder Kinderstunde mache oder evangelisiere oder keine Ahnung, vielleicht für die Gemeinde bete, irgendeinen Dienst habe, aber ich nicht in der Wahrheit wandle und nicht in die Wahrheit sage und andere Baustellen habe, wo nicht in Wahrheit sind, dann nützen alle anderen Waffen auch nicht. Dann kann ich die anderen Waffen gar nicht tragen, das rutscht alles runter. Gürtel ist ganz wichtig, Gürtel der Wahrheit, was alles zusammenhält.
oder die Wahrheit über mich selbst, die Wahrheit über unsere Sünden, über unsere versteckte Sünden. In Johannes 1 heißt es ja, gestern hatte ich eine Frau gesehen, die, eine Polin, sie sagte auf der Straße, ja, ich habe noch nie gesündigt. Dann habe ich 1. Johannes 1 aufgemacht, da steht ja, wer sagt, der hat noch nie gesündigt, macht Gott zum Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Ja? Dass wir auch die Wahrheit sagen, wenn in uns etwas ist, eine Sünde, dass wir das einander bekennen, dann können wir alle Türen zuschließen. Der Satan wird keine Möglichkeit mehr haben, in diesem Bereich dich anzugreifen. Wenn wir aber eine Tür offen lassen, und es ist eine Sünde, schlimm sind die versteckten Sünden, wo keiner sieht, verborgen tief in unserem Herzen, in unserem Gedanken, vor uns, vor den Bildschirmen zu Hause vielleicht, ja, einfach die Wahrheit sagen, zu einem Bruder gehen, zu einer Schwester gehen und einfach aussprechen, sagen, so und so sieht es bei mir aus, die Wahrheit sagen. So steht nun an euren Lenden mit Wahrheit umgürtet und mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Ich hatte eigentlich geschrieben, diese Panzergerechtigkeit, ja, dass wir gerecht gesprochen sind, aus Glauben, dass der Herr uns als Gerechte sieht, weil er unsere Gerechtigkeit ist. Wir sind gerecht vor Gott, weil Christus für uns starb. Amen dazu. Amen. Aber hier geht das, haben wir heute Morgen im Auto nochmal geredet miteinander, mit meiner Frau. Hier geht es auch um das Praktische, ne? Gerecht im Leben zu sein. Und diese Panzer der Gerechtigkeit, hatten wir gestern zu Hause auch darüber gesprochen. Und dann kam unser ältester Sohn, Paulus, und sagte, Papa, diese Panzer an der Brust schützt auch das Herz. Und dann muss ich erstmal überlegen, ich so, der hat recht. Ich so, Paulus, ich werde das bei der Predigt erwähnen. Ja, weil wir müssen mehr als alles andere, aber bewahre, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wie können wir unser Herz behüten, bewahren? Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ja, und oft lassen wir so Sachen ganz nah an uns ran, in unser Herz hinein. Ja, es fängt bei kleinen Dingen an, wenn die Kinder nicht hören zu Hause. Wer Kinder hat, der weiß das. Ja, wenn die Kinder nicht hören, ja, wir lassen uns ganz nah in unser Herz hinein. Wir sind betrübt und voller Sorge. Wir vergessen den Herrn und den Heiligen Geist in uns. Und wir vergessen alles in dem Moment. Ja, alles. Wir wollen unbedingt, dass die Kinder in dem Moment so hören. Wir lassen Sachen, kleine Sachen, aber auch große Sachen, Sorgen. Wir lassen Sorgen in unser Herz hinein. Und wenn wir Sorgen in unser Herz hineinlassen und die dort lassen und nicht wie bei Philipper 4 heißt es, wir sollen das nicht hier drin lassen, sondern Philipper 4,4, freut euch zu jeder Zeit im Herrn. Und noch einmal sage ich, freut euch, eure Freundlichkeit lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts, sondern in allen Anliegen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Bringt sie zu Gott. Der Herr sagt, werft eure Sorgen auf mich. Jetzt kommt dann die Antwort darauf, was danach passiert. Wenn ich das mache, wenn ich das nicht in meinem Herzen lasse, mein Herz ausschütte vor dem Herrn Jesus oder vor einem Bruder, den ich vertraue, vor einer Schwester, einfach ehrlich bin und sage, das und das beschäftigt mich, dann lasse ich das nicht in mein Herz, dann lasse ich das raus vor dem Herrn. Weil oft es gibt Fälle, wenn man das im Herzen lässt, ich weiß nicht, was das ist, was dich bewegt, ich kenne dich nicht, der Herr kennt das, der Herr kennt deine Vergangenheit. Vielleicht ist etwas in der Familie passiert, keine Ahnung, ein Bruder verloren, Schwester verloren, Kind verloren, ich weiß nicht, Arbeit verloren, ja. Und du lässt das so in deinem Herzen. Hier ist offen, hier ist keine Brustpanzer der Gerechtigkeit und geht alles in dein Herz einfach und das trifft dich, ja. Lass es raus, das kann ich dir als dein Bruder im Herrn empfehlen, lass es raus, sprich mit deinem Bruder oder einer Schwester darüber, lass es nicht in deinem Herzen, in deine Gedanken,
wenn du das in deinem Herzen lässt, was du vielleicht seit Jahren vielleicht trägst. Die nächste Stufe ist, es kann krank machen. Dann, weil es muss raus, entweder aus dem Mund oder durch Krankheiten. Es ist kein Muss, was ich jetzt sage, aber ich sage so aus Erfahrung, was ich schon sehr oft erlebt und gesehen habe, ja, dass Menschen, die diese Sorgen in ihrem Herzen lassen, nicht aussprechen und es fangen Krankheiten an, wo die Ärzte sagen, wir wissen nicht, woher es kommt. Wir finden nichts. Sie haben nichts und die nächste Krankheit fängt an. Und die nächste und der nächste Schlag. Und dann kann es bei Depressionen enden. Und deswegen, wir haben einen Schlüssel jetzt bekommen. Epheser 4, Vers 6 und 7. Anwendung. Sorgt euch um nichts, sondern in allem Anliegen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Öffne es. Resultat davon, Vers 7, was dann passiert. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird euer Herz und Sinne bewahren in Christus Jesus. Es funktioniert. Das, was hier steht, funktioniert. Das kann ich dir mitgeben. Mach das. Nicht nur sagen, ja, nicht nur Hörer allein, sondern Täter des Wortes. Es funktioniert. Und warum sagt der Herr das hier? Warum will er uns das sagen? Weil er liebt dich. Der Herr Jesus liebt dich. Er will nicht, dass du das in deinem Herzen lässt. Wenn manchmal unsere Kinder so beleidigt werden und so in ihr Zimmer gehen, ja, die Eltern sind noch trauriger in dem Moment. Die wollen den Kindern helfen. Ja, die wollen mit ihnen reden. Wenn diese Murren anfängt, sich beschwerden und sich nicht verstanden fühlen, die Kinder gehen zurück, die fühlen sich nicht verstanden, gehen zurück. Aber die Eltern lieben die Kinder. Die wollen wieder Gemeinschaft und der Herr liebt dich und er will mit dir Gemeinschaft. Er will, dass du das rauslässt. Er will, dass es dir gut geht innerlich in deinem Herzen. Der Herr will nicht, dass es dir schlecht geht. Der Herr hat gute Gedanken über dich. Sehr gute Gedanken, weil er dich liebt. Jetzt sind wir fast aus dem Thema raus. Sind wir fast bei einem anderen Thema gelandet. Epheser 6. Epheser 6. Wahrheit haben wir, 14, so steht nun an eure Lenden mit Wahrheit umgürtet und mit dem Panzer der Gerechtigkeit bekleidet, Vers 15. Dazu an den Füßen beschut mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Die wir hier sitzen und alle Kinder Gottes, wir haben die beste Botschaft der Welt, die wahr ist, die echt ist, die Frieden bringen kann. Letzte Woche kam einer ins Geschäft, wollte einen Ehering verkaufen. Der hat mir leid getan irgendwie. Der sah so fix und fertig aus, war wahrscheinlich ganz frisch. Ich so, ja, darf ich fragen, warum Sie das machen? Der hat sich direkt geöffnet. Der so, ja, wir sind noch nicht geschieden, wir sind kurz davor, hat geredet. Und ich weiß, dass ich die beste Botschaft der Welt habe. Ich habe eine gute Nachricht, habe ich gesagt, für dich. Es gibt Vergebung bei Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus liebt dich und er will nicht, dass deine Ehe kaputt geht. Ja? Es gibt Vergebung und es gibt eine Lösung bei Jesus Christus. Der hat 15, 20 Minuten zugehört. Das war schlecht für mich. Er hat den Ring nicht verkauft dann am Ende. Also ich habe mir anders überlegt. Hat wieder mitgenommen. Ich so, ja, okay. Habe ich gesagt, ja, preis den Herrn. Ich habe ihm eine Telefonnummer gegeben von einem Eheberater. Der so, ja, hoffentlich ruft er ihn an. Ja, was ich sagen will, wir haben die beste Botschaft der Welt. Also hier geht es um das Evangelium. Klar, dass Christus für uns gestorben ist, auferstanden ist. 1. Korinther 15. Ich mache euch das Evangelium bekannt, Brüder, dass Christus gestorben und am dritten Tag auferstanden ist. Darum geht das hier. Aber nebendran, wir haben die beste Botschaft der Welt, dass dieser Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist, auch diesen Menschen, diese Menschen helfen kann. Gestern kam noch ein junger Drogensüchtiger. Der war total weg.
Der war komplett voll. Die Augen haben sich verdreht. Der stand vor mir, ja, hat so gewackelt schon. Wir haben ein bisschen mit ihm geredet. Normal rede ich nicht, wenn einer betrunken ist oder so, rede ich. Aber irgendwie hat mich dahin gezogen. Dann habe ich gefragt, so, was er alles nimmt, was er alles macht. Und ich habe gesagt, Christus kann dich erlösen. Erlöser. Er ist der Erlöser. Das sind zwei Wörter. Erlöser. Er kann dich frei machen. Er liebt dich. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Ja? Ich durfte mit ihm beten. Am Ende war wunderbar. Alle, die wir hier sitzen, sind Boten. Wir haben einmal Postbote draußen. Ihr seid auch Boten. Ja? Jeder von uns, der hier sitzt, hat die beste Botschaft der Welt in der Tasche. Ja? Gib das weiter. Verkünde das den Menschen. Sei ein Botschafter Christi. Sag den Menschen, ich bitte dich um Christi Stadt, lass dich mit Gott versöhnen. Das ist unsere Botschaft. Immer bereit sein und nicht sagen, ja, in den Zusammenkünften und so ist kein Problem. Nein, immer bereit sein, egal wo du bist, egal wo du stehst. Ja? Nicht mit Zwang, nicht so irgendwie mit Zwang, wenn der Herr keine Tür öffnet, dann lasse diese Tür zu. Paulus sogar sagt, betet für mich, dass der Herr eine Tür für das Evangelium öffnet, sagt er. Aber oft wollen wir so die Tür mit Gewalt öffnen, habe ich auch schon öfters gemacht. Ich habe viele Türen kaputt gemacht, muss ich sagen. Ja, aber wir müssen beten, dass der Herr eine Tür aufmacht. Und wenn die Tür offen ist, auch reden. Den Mund öffnen, nicht zumachen. Viele sagen, ja, was soll ich reden? Ich so, fang an, mach die ersten zwei Wörter, den Rest gibt der Herr. Es geht ja nicht um uns. Es ist ja nicht unser Rettungsplan. Es ist ja nicht dein Rettungsplan. Es ist ja nicht mein Blut oder dein Blut. Das ist sein Rettungsplan. Es geht um ihn, um den Herrn Jesus. Und der Geist Gottes ist in dir und er wird dir die Wörter geben, was du reden sollst. Vers 15, dazu an den Füßen beschut mit der Bereitschaftsverkündigung des Evangeliums des Friedens. Vers 16, vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Die Römer, habe ich mir gestern mit den Kindern ein paar Bilder geschaut, die Schilder von den Römern, Schildkröteformation. Ihr kennt das wahrscheinlich alle, ja, die waren fast so unbesiegbar, weil sie diese Schilder hatten, ja, und da haben sie viele Siege errungen. Und das ist so ein langes Schild. Schild des Glaubens sollen wir immer hochhalten. Was ist dieses Schild des Glaubens? In Hebräer 11,6 heißt das, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wie kann ich glauben? Damit ich glaube, damit ich etwas glaube, hier geht es um Gottes Wort, muss ich lesen oder hören. Dann kann ich glauben. Wenn ich nicht lese, wenn das zubleibt, in 1. Korinther 11, ab 23 heißt es, Abendmahl, sagt er, nehmt, esst, das ist mein Fleisch, was für euch gegeben wurde und mein Blut, was für euch vergossen wurde, dies tut zu meinem Gedächtnis. Warum? Warum sollen wir das tun? Ich weiß doch, dass der Herr für mich gestorben ist, weil der Herr weiß ganz genau, wie vergesslich wir sind. Ich bin sehr vergesslich, sehr. Und deswegen immer wieder lesen, immer wieder schauen, immer wieder sagen, ja, ich glaube, was hier drin steht. Nicht ich weiß, sondern ich glaube, was hier drin steht. Ich glaube es, Herr Jesus. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass ich dein Kind bin. Ich glaube, dass du mich liebst. Ich glaube, dass du mich aus dieser Situation erretten kannst. Ich glaube, dass du da bist. Ich glaube, dass du bis ans Ende der Tage bei mir bist. Ich glaube, dass du allmächtig bist. Allmächtig. Die Sorgen, die ich habe, nebendran, sind gar nichts. Egal, wo ich drin stecke, vielleicht holst du mich da nicht raus, aber du wirst mich tragen. Na? Ein Prediger hat mal gesagt, der Herr hat uns nicht versprochen, einen sturmfreien Übergang zu haben, sondern eine sichere Ankunft. Immer Schild des Glaubens hochhalten. Ich glaube, was der Herr mir sagt. Und es ist unmöglich, den Herrn zu gefallen, ohne Glauben. Manche Christen
gehen jahrelang mit dem Herrn, ohne den Herrn so wirklich zu erkennen. Johannes 14, wir kommen jetzt zum Schluss langsam, Johannes 14, 14, 7 bis 9. Wenn ihr mich erkannt hättet, dann hättet ihr auch meinen Vater erkannt und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Wir sagen in der Stadt, dass Jesus Gott ist. Das sage ich auch hier, Jesus ist Gott. Viele sagen, nee, er ist nur der Sohn Gottes. Manche erkennen ihn nur als den Sohn Gottes. Ich sage, Jesus ist Gott. Er sagt, wenn du mich erkannt hättest, wie ich bin, nicht so wie die Kirche oder Religion das sagt, oder dein Verstand oder Bauchgefühl das sagt, weil dein Verstand und Bauchgefühl, mein Verstand und Bauchgefühl ist nicht Gott. Das müssen wir immer trennen. Wenn ihr mich erkannt hättet, dann hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und wenn ich erkenne, dass Jesus Gott ist, dass er allmächtig ist, dass alles in seinen Händen ist, das gibt mir Kraft und Hoffnung. Dann kann ich auch meine Sorgen zu ihm bringen. Ich weiß, er ist allmächtig. Ich gehe nicht zu irgendjemand, der das nicht lösen kann, der mir nicht helfen kann. Der Herr ist allmächtig, der ist groß, der Herr Jesus ist König. Genau, aber ich empfehle noch Hebräer 11 zu Hause zu lesen, 1 bis 40. Hebräer 11, 1 bis 40, die ganzen Glaubenshelden und warum sie geglaubt haben, warum sie nicht gezweifelt haben. Das sind 40 Verse, wollen wir hier jetzt nicht lesen. Hebräer 11, 1 bis 40. Und dann kommen wir zum Vers, Epheser 6, Vers 17. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Zweifeln. Ein Kind Gottes hat auch mal Zweifeln. Wenn es um mich geht, um meinen Zustand, geistigen Zustand, aber auch manchmal bin ich jetzt errettet oder nicht. Ich habe viele Gespräche mit Kindern Gottes, die keine Gewissheit haben. Einige, mindestens zwei, drei kenne ich persönlich, die wirklich in Psychiatrie gelandet sind, die ich besucht habe. Mit einer habe ich noch Kontakt. Immer wieder höre ich das Gleiche. Nein, ich bin nicht gerettet. Und es fängt erst langsam an, ja? Ja, reicht das jetzt? Der Herr starb für dich, aber du machst gar nichts selber. Guck mal dein Leben an. Guck mal deinen Wandel an. Gott sei Dank hängt das nicht von deinem und meinem Wandel ab. Gott sei Dank. Sonst wären wir alle am Ende in die Hölle gegangen. Sondern Christus hat ein Wort am Ende gesagt. Es ist vollbracht. Wir sind Kinder Gottes. 1. Johannes 5, 1. Johannes 5, 13, glaube ich. 1. Johannes 5, 13. 5, 13. Das habe ich euch geschrieben, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Und damit ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Wir sollen das nicht nur glauben, wir sollen das wissen, steht da jetzt. Ich will nicht in dieses berühmte Thema rein jetzt, oder? Ist das Heil verlierbar, nicht verlierbar? Ganz ehrlich, also meine Meinung, glaub so oder so, der Herr segne dich. Das ist kein Diskussionsthema mehr für mich. Wir haben jahrelang diskutiert, das bringt nichts. Gar nichts. Absolut nichts. Das ist... Wisst ihr, was am Ende sogar passieren kann? Deine Liebe kann gegenüber deinem Bruder oder Schwester erkalten am Ende, weil er nicht so wie du denkt. Vorsicht! Ein Bruder, Michael Kotsch, sehr, sehr gesegneter Bruder, demütiger Bruder, ein wunderbarer, also ich liebe diesen Bruder, ich liebe euch auch. Er hat gesagt, was hat er gesagt? Er saß bei uns zu Hause, dann kam einer, der irgendwo hier wohnt, so irgendwo in der Nähe, der hat gesagt, nicht du, also der ist nicht hier, der ist in dieser Gemeinde, der das gesagt hat. Auch nicht bei Stefan. Wir saßen und diese eine hat dann direkt gesagt, ja, Bruder, ist das Heil verlierbar? Das war das Erste, was er gesagt hat. Das Heil ist verlierbar,
Und das Heil ist nicht verlierbar. Der so wie, der so, wenn jemand zu mir kommt, ist entmutigt, total schwach und er hat Probleme, Krankheiten in seinem Leben, der zweifelt, obwohl er ein Kind Gottes ist, ich sage, das Heil ist nicht verlierbar. Kopf hoch, der Herr liebt dich. Wenn einer aber kommt und lebt in Sünde und ist auch noch stolz darauf und sagt, Halleluja, ich bin durch den Herrn gerettet, wir sind zur Freiheit berufen, der verdreht diesen Vers für sich und macht alles Mögliche, lebt in Sünde und auch noch schilt hier Christ, dann sage ich zu ihm, das Heil ist verlierbar. Ich so, preis den Herrn. Das habe ich notiert und das war sehr gut. Aber so tiefer hineingehen brauchen wir nicht. Ich bin ein Kind Gottes, du bist ein Kind Gottes. Helm des Heils, nimm das immer mit. Denk immer darüber nach. Christus starb für dich und du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes und trag das immer ganz hoch. Und er sagt, Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Es ist die einzige Angriffswaffe. Alle anderen, mit Gürtel kann man ja nicht angreifen, mit Brustpanzer der Gerechtigkeit auch nicht und mit den Schuhen auch nicht, in arabischen Ländern schon. Aber auf jeden Fall, dieses Schwert ist eine Angriffswaffe. Und mir ist sofort, wahrscheinlich euch auch, die Stelle dann in den Sinn gekommen, wo der Herr, unser Meister, unser Heiland Jesus Christus uns vorgemacht hat in der Wüste, als er versucht wurde, als der Satan kam und hat ihn versucht, hat die Bibelverse verdreht zu seinem Gunsten. Wie hat er geantwortet? Mit Gottes Wort. Mit Gottes Wort zurückgeantwortet. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, das sage ich auch zu mir, also das sage ich immer wieder zu mir, ich möchte mehr lesen, ich möchte mehr erkennen, ich möchte mehr deine Nähe suchen, ich möchte mehr von dir hören, Herr. Ich möchte mich damit füllen. Die Regale hier oben füllen, so wie diese Regal da hinten, da sind schön die Bücher gestapelt. Sind es Bibeln oder Gesangsbücher? Gesangsbücher, hier ist auch ein Regal in unserem Kopf, in uns. Diese Verse sollen da rein, auch als Munition, als Schwert, wenn ich das irgendwann brauche, dass ich weiß, welche Stelle, welche Vers ich benutzen muss. Gestern, diese Frau in der Stadt sagte, ja, ist das wirklich so, dass man... was ein Mann mit einem anderen Mann nicht heiraten kann. Ja, dann müssen wir wissen, es ist ein Gräuel in Gottes Augen, steht da. Und fertig. Es ist ein Gräuel und deswegen hat Gott sie dahin gegeben. Römer 1. Ich muss wissen, wo was steht. Ja, ich muss kein jetzt Lehrer werden, so dass ich so überall posaune, obwohl er sagt, ihr solltet schon längst Lehrer sein, sagt er. Aber ich muss wissen, ich muss so die Grundlagen zumindest wissen, ja, nach Jahren, damit ich eine Antwort geben kann. Damit ich diese Festungen, diese Vernunftschlüsse zerstören kann mit Gottes Wort, nicht mit meiner Vernunft. Also mit meiner Vernunft und mit deiner Vernunft können wir nicht mal eine Ameise lebendig machen. Aber der Herr ist mächtig, der ist allmächtig und deswegen ist ganz wichtig, uns mit Gottes Wort zu beschäftigen. Und die allerletzte Waffe kommt, das wird oft nicht gelesen, da ist noch eine Waffe, Vers 18. Und betet alle Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht eben dazu mit allen Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich, damit mir das Wort gegeben wird, dass ich meinen Mund freimütig auftue, um das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, dessen Botschafter ich bin, in Ketten, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Und jetzt bei dem Gebet komme ich zu dem ersten Vers, was ich gesagt habe, wo ich gesagt habe, wir lesen es am Schluss. Zuletzt, meine Brüder, Vers 10. Zuletzt, meine Brüder, seid stark im Herrn, in der Macht seiner Stärke. Gebet und zuletzt seid stark im Herrn. Wie kann ich stark im Herrn sein? Wir haben gesagt, dass Israel aus Ägypten ausgezogen ist, durch Schilfmeer und sofort bei Rephidim Kampf gegen Amalek. Mose hat nicht ein Schwert genommen oder Stock, ist auf die losgegangen. Der ist auf dem Berg oben, hat gebetet. Kaleb und Hur waren das, glaube ich, die seine Arme gestützt haben. Aaron und Hur, danke Bruder. Seine Arme gestützt, der hat Arme hochgehalten, den Stock hochgehalten. Während er gebetet hat, unten das Volk hat gesiegt. Als die Arme runter sind, haben die verloren. Also andere, die Feinde wurden mächtiger. Er sagt,
Zuletzt, meine Brüder, seid stark im Herrn und in Macht seiner Stärke. Wenn ich bete, wenn ich mein Anliegen zum Herrn bringe, wenn ich im Flehen und Danken dem Herrn bitte, dann wirkt der Herr in mir durch seinen Geist und gibt mir die Kraft. Er kämpft, nicht ich. Schafe können nicht kämpfen, haben wir gesagt. Er kämpft. Er sagt, zuletzt, meine Brüder, seid stark im Herrn, im Herrn, in der Macht seiner Stärke. So können wir auch wie in Mose beten und der Herr wird uns die Kraft geben. Die letzte Frage zu dem ganzen Thema. Wie kann ich diese Waffen und Rüstung Gottes anziehen? Wie geht das? Bevor ich die Waffen und Rüstung Gottes anziehe, muss ich etwas ausziehen. Mein Stolz, mein Ego, mein eigener Wille muss ich ausziehen. Dann bekomme ich diese Waffenrüstung Gottes. Beides zusammen geht nicht. Wenn ich beides zusammen anhabe, mein Stolz, mein Wille, meine Wünsche und Waffenrüstung Gottes, dann kämpfe ich nicht gegen diese bösen Mächte, dann kämpfe ich gegen mich. Dann habe ich einen Kampf mit mir zusammen, so in mir, einen innerlichen Kampf. Ich muss meinen Stolz ausziehen, aufhängen, mein Ego, meine Wünsche, meine Pläne, was morgen übermorgen ist. Und es ist sehr schwer, ich weiß. Es ist sehr schwer. Man macht Pläne, ja, die vielleicht gar nicht so schlecht sind. Ja? Keine Ahnung, ein Hauskauf zum Beispiel. Ne? Man will so irgendwo ein Haus kaufen. Wir haben vor 3 Jahren, sind wir umgezogen, vor 4 Jahren umgezogen. Vielleicht einmal dafür gebetet, 2-mal. Und tief im Herzen wusste ich auch, es ist eigentlich nicht der Wille Gottes. Ja, ich muss noch eigentlich warten. Aber es war so günstig. Es war günstig. Die Prozente wenig, 1,6%. Und ganz günstig. Das gibt's bei uns nicht. Das ist alles teuer bei uns. Ja, dann hab ich das gemacht. Mit meiner Frau gesprochen. Sie so indirekt überredet vielleicht. Durchgesetzt, gekauft und dann fängt an Chaos. 1 Jahr, ein Schlag, ein Fluch nach dem anderen bei der Baustelle. Ein Schlag nach dem anderen, ein Fluch nach dem anderen. Ich saß da manchmal und ich wusste nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und dann habe ich erkannt, ich so, Herr, tut mir leid, vergib mir, das war mein Plan, ich habe es gemacht, bitte hol mich da raus. Der Herr ist gnädig, der Herr hat Gnade gezeigt, trotzdem aber, wir machen oft unsere Pläne ohne den Herrn, ohne ihn zu fragen. Ich bin ganz sicher, ja, ich bin heute ganz sicher, der Herr hatte was Besseres für mich vor. Der Herr ist gut, wir können ihm vertrauen und der wird uns tragen. Es ist ganz wichtig, dass wir wirklich diese Vertrauen, und Vertrauen geht nur, also ich vertraue niemanden, den ich nicht kenne. Du wahrscheinlich auch. Wenn du einen Anruf morgen kriegst, sag ja, hallo, ich bin dein Cousin oder Enkel, kannst du mir 1000 Euro überweisen, du kennst diese Stimme nicht, dann ist kein Vertrauen da. Und Vertrauen geht über Kennenlernen. Und Kennenlernen, den Herrn näher kennen, erkennen, kennenlernen geht durch seinem Wort. Und durch die Gemeinschaft, durch Austausch. Wie ist dein Wandel? Wie ist dein Wandel? Oder mit älteren Geschwistern, dass sie uns erzählen, aber hier dranbleiben. Dann werden wir den Herrn noch mehr kennenlernen. Und wenn wir ihn kennenlernen, den Herrn Jesus, der für dich und für mich sein Leben hingegeben hat. Wir haben gelesen, gesungen vorhin, lobe den Herrn meine Seele, Psalm 103. Und dann war danach noch ein Lied, vergiss nicht, was der Herr dir für dich getan hat oder so ging das. Wenn wir das immer vor Augen halten, ja, wir sagen das so leicht über unsere Lippen, ja, der Herr starb für mich. Aber wenn wir wirklich das verinnerlichen, das Heiland der Welt, Erlöser, Gottes Sohn, Jesus Christus, der jeden Stern mit seinem Namen kennt, der dich in dein Mutterleib gebildet hat, der dir das Leben geschenkt hat, der so reich ist, ihm gehört alles, der so groß ist und sich so klein gemacht hat,
dass es nicht einfach so wie so ein Floskel über unsere Lippen geht, ja, dass wir das verinnerlichen, dass dieser Gott dich liebt, dass Jesus dich liebt. Wenn du ihn immer mehr erkennst, tiefer erkennst, Resultat davon wird sein, dann wirst du dein Herz, dein Willen, dein Leben, deine Wünsche auf ein goldenes Tablett ihm geben, sagen, hierher. Aber wenn wir ihn nicht kennen, wenn wir spekulieren, wie er ist, dann werden wir immer schwanken, hin und her. Wir werden schwanken, wir werden eigene Wünsche, eigenen Willen durchsetzen, aber der Herr hat einen Plan mit dir, der liebt dich, der Herr Jesus segne dich reichlich, halte fest an den Herrn, schau auf das Kreuz immer und er wird dich zum Ziel bringen. Amen. Amen.